An die Stelle einer Konvention ist die Wahrheit gesetzt. Es ist zur Regel erhoben, dass bei jedem Bilde die Beleuchtung im Einklang mit dem Thema zu stehen hätte. Diese Beobachtung des Luftlebens aber führte zu weiteren Problemen. Die Tenebrosi kanalisierten gleichsam das Licht. Sie ließen auf einzelne Partien des Bildes einen starken Strahlenbüschel fallen und andere in undurchsichtigem Dunkel verschwinden. Daher vermitteln ihre Bilder kein Raumgefühl. Nicht aus ihrem wirklichen Milieu, sondern aus einem dunklen, rot-braunen Malgrund wachsen die Gestalten heraus. Velázquez malte nicht das platt auffallende, sondern das allverbreitete, allgegenwärtige Licht, das Ambiente, die Luft, die zwischen den Dingen wogt. So suggerieren seine Bilder den Eindruck einer Weite und räumlichen Tiefe, wie ihn kein früherer erreichte. Man betrachte diese Reiterporträts. Glaubt man nicht, die frische, kühle Luft der Sierra zu atmen? Wirken die Gestalten nicht so körperhaft, als kämen sie plötzlich über ein unendlich weites Gelände herangesprengt? Doch die Luft wogt nicht nur im Freien, sie lebt und webt auch im Innenraum. So gab das Prinzip der Wahrmalerei auch dem Interieurbild einen anderen Charakter. Selbst wenn Velázquez die Lokalität nur durch ein Stück graue Mauer andeutet, erreicht er so stereoskopische Effekte, dass man deutlich die Luftschicht fühlt, die sich zwischen die Gestalten und den Hintergrund lagert.